willkommen zurück zu eurer Lieblingsserie, wo wir auf die besten Gaming-Setups reagieren von meinen Zuschauern. Bevor wir jetzt die Gaming-Setups anschauen, haben wir hier noch eine Verlosung am Start von einem Scuff-Controller. Wer ihn haben will, muss einfach nur abonnieren, Glocke aktivieren und mir auf Instagram folgen und unter dem letzten Instagram-Beitrag eine Person markieren. Wer nicht abonniert, der wird mit Käse beworfen, das willst du ja nicht. Also abonnier einfach, dann ist das ganz easy. Und zwar beginnt das hier mit Felix. Er ist erst 12 Jahre alt und das hier ist sein Setup. Wäre nice, wenn ich im... Okay, ja. Ich kann nicht lesen. Oh, Bruder, Alter, für 12 Jahre alt ist das schon übelst krank. Okay, hier schauen wir erstmal die Bilder zu. Nummer 1 und Nummer 2. Wir werden uns jetzt 10 Gaming-Setups anschauen. Kommentier auch mal am Ende des Videos, welches Setup dir am besten gefallen hat. Ja, also das hier ist ein Setup. Kabelmanagement unterm Tisch sieht ganz nice aus. Ich weiß jetzt nicht, ja, Headphone-Hänger hätte zu kaufen sollen und... Was ist das denn hier? Wieso sein Mausfett hängt so halb so über dem Tisch. Ja, okay, jetzt nicht so tragisch, denke ich mal, aber ordentlich sieht es jetzt nicht unbedingt aus, aber ich denke mal, er hat alles, was er braucht. Aber ich finde die Farben auf jeden Fall richtig cool. Also er hat hier auf lila Pink angelehnt. Stuhl ist, ja, der ist rot, aber ist ja auch okay. Und für 12 Jahre ist das echt übelst heftig. Jetzt kommt der Malta, er ist auch erst 14 Jahre alt und das hier ist ein Setup. PC ist selber zusammengebaut. Ich wäre froh über Verbesserungsvorschläge. Als erstes würde ich sagen, der Tisch ist sehr, sehr klein. Hier würde ich generell aufräumen. Ich weiß nicht, ist das... Bro, ist das eine Lampe? Dann hat der hier noch so ein Spielzeug BB-8. Seine Uhr, seine Kopfhörer. Lol. Diese Kopfhörer sehen hier aus wie diese Telefonkopfhörer. Warte, ich werde mal so ein Bild einblenden, dann weißt du, was ich meine. So, Digga, einfach zum Zocken sowas zu nutzen, alles klar. Und deine Sachen hier solltest du irgendwo anders hinstellen, so würde ich es einfach sagen. Jetzt kommt der Larry. Er hat nichts dazu geschrieben, aber ein paar Bilder gesendet. So, also er hat seinen PC auf dem Tisch. Kopfhörerhalter, warum hat niemand einen Kopfhörerhalter? Dann hat er hier noch so eine Pringles-Dose. Aber sieht sonst eigentlich ganz stabil aus. Cable-Management ist halt ehrlich echt nicht gut. Ja, was soll man dazu sagen? Er hat auch keine einheitliche Farbe ausgewählt. Also mal ist das hier lila und ja, irgendwie etwas Mischmasch, so, weißt du. Auch eine LED-Strip hinter dem Tisch würde super aussehen als Empfehlung. Aber sonst sieht es aus wie ein stabiles Setup. Jetzt kommt Adrian, er ist 14 Jahre alt und er hat es über mehrere Jahre den Raum zusammengespart. Freunde, warum hat niemand einen Kopfhörer? Alter, das kann doch nicht sein. Wie er es hier einfach so in den Tisch reinklemmt. Oh nein. Uff. Ja, dagegen kann man nichts sagen. Alter, diese Farbkombi, die ist einfach Baba, die ist so geil. Und hier hat er einen Fernseher. Ich weiß jetzt nicht, warum die Couch jetzt in die andere Richtung schaut. Okay, ich würde hier auf jeden Fall auch empfehlen. Hier sieht man, Cable Management ist nicht perfekt, würde ich so sagen. Sein Zimmer, ja, nicht unordentlich, aber könnte man etwas aufräumen. Ich weiß hier, wie gesagt, nicht, warum die Couch hier zum Setup hinschaut, weil der Fernseher ist ja scheinbar dahinter, oder nicht? Wie schaust du dann auf dem Fernsehen? Ein Geheimnis, das wir wahrscheinlich nie lüften werden. Einfach Clan. Hat mir sein Gaming-Setup zugesendet. Er ist 15 Jahre alt. Oh mein Gott. Digga, das ist ein richtig heftiges Setup. Also ich dachte gerade eben, es ist fake, aber er hat so viele Bilder gesendet. Die sind alle so, ja, eher vertikal, ne? Und er hatte sowas, also mehrere Bilder so gesendet. Also ich glaube gerade, dass es real ist. Also er hat das Cable-Management auf jeden Fall perfekt gemeistert. Er hat hier scheinbar so diese Acoustic-Foams. Hat er dahinter noch eine LED? Und die Kabel von den Monitoren sind komplett weg. PC ist unterm Tisch, das hättest du vielleicht... Ja, ich weiß nicht, ob du es hier irgendwo draufstellen könntest. Das wäre natürlich viel nicer. Aber Cable-Management ist echt perfekt. Also dagegen kann man nichts sagen. Seine Farbkombo ist auch ganz solide. Ja, und da hat er hier noch einen Fern... Das ist auf jeden Fall ein richtig krasses Setup. Jetzt kommt Gianluca. Er ist 14 Jahre alt und er finanziert sich alles durch Feste. Oh, okay, er hat auf jeden Fall ein sehr kleines, minimalistisches Setup. Das hier sieht ja übelst interessant aus. Was ist hier denn los? Keine Ahnung, was hier... diese Dinger sollen, aber okay. Dann hat er hier sein PC, zwei Monitore, nicht schlecht. So, was sehen wir noch? Cable Management ist keine Katastrophe, hätte man aber besser machen können. Und das ist dieser eine Fresher PC mit diesem einem richtig geilen Fenster. Das ist auf jeden Fall ein richtig entspanntes Setup. Ich weiß nicht, ob ich selber Platzangst hätte, weil das ja echt schon klein aussieht, aber sieht auf jeden Fall richtig entspannt aus. Ja, cooles Setup. Dankeschön fürs Einschicken. Hier haben wir noch JBL Lose. Er hat sein Setup früher bei mir eingeschickt. Ich hatte aber, glaube ich, einmal im Stream drauf reagiert, aber bin nicht weiter darauf eingegangen. Er hat hier ein Duo-Monitor-Setup. Hier hat er sogar ein Weblicht-Stream-Deck. Es scheint so, als ob er auch selber etwas irgendwie so streamen würde oder YouTube machen würde. Diese eine Gabe.
Lager, der, ja, wir wissen noch nicht mal, wo er hinführt, also keine Ahnung, warum der im Bild ist. Schade aber auch. Kill-Management hätte man hier auf jeden Fall noch was rausholen können. Und bei der Farbe, ich würde auf jeden Fall bei einer Farbe bleiben. Hier hat der Rainbow, hier hat der Rot, beim Tisch hat der nochmal Rot, PC hat der Lila. Vielleicht hättest du alles auf Rot einstellen können. Ich denke mal, das wäre auch sehr auf jeden Fall viel cooler aus. Dann haben wir hier Staubsaugen-Flexer. Schickt mir Kapi, okay. Okay, coole LEDs. Da ist unser Stream. Hier hat er sein Setup, das haben wir uns auch noch nicht angeschaut. Etwas ist hier passiert. Ich weiß jetzt nicht, was sein aktuelles Setup ist. Aber einmal hat er hier seine Monitore hier in die Richtung, einmal in die andere Richtung. Alles klar. Wenn du das in dieser Richtung machst, hast du auf jeden Fall hier viel mehr Platz in deinem ganzen Zimmer. Dann wird das hier nicht so eingeengt. Das wäre auf jeden Fall, ja, ich würde es so machen. Oh mein Gott, und er hat hier seinen Monitor. Digga, wie nah willst du noch an dem Monitor sein, mal bitteschön. Der zweite Monitor ist hier einfach hier neben dem Karton so. Also ich weiß echt nicht, was er hier mir gesendet hat. Also dieses Bild... Und dieses Bild ist echt auch anders. Jetzt haben wir hier noch Henry, er hat nichts dazu geschrieben. Er hat scheinbar einen Fernseher. Ich denke mal, das ist ein Fernseher. Zum Zocken empfehle ich auf jeden Fall einen, ja, keinen kleinen Monitor, aber vielleicht keinen Fernseher zu nehmen, weil wenn man so nah dran sitzt, dann sieht man nicht alles, was ein Bild ist. Wenn hier unten ein Gegner ist, dann sieht man es gar nicht. Ich denke mal, wenn du nicht so rein sweatest, ist es auf jeden Fall richtig cool, auf jeden Fall mit so einem großen Fernseher. Sein PC ist auf dem Tisch, das gefällt mir gut. Okay, Management sieht auch gut aus. Nicht sehr gut, aber... Kann man mal machen. Er hat eine PS4 und er hat auf jeden Fall hier LEDs eingebaut. Also ein stabiles Setup. Ich würde sagen, das ist ein gutes Ende für dieses Video. Lass ein Like da, wenn dir die Serie gefällt. Schick dein Setup ein unter freshfstreams@gmail.com. Dankeschön, wenn du geliked und abonniert hast. Wenn nicht, dann schade aber auch.